think it's open or closed here? Which one? This is open. This is open, yeah. Oops. Mm-hmm. So you always use a second gear after the start, and you didn't need. Yo, servus Leute, ich hoffe man hört mich. Willkommen zu meinem ersten Vlog, meinem ersten Motovlog, Trial-Vlog, was auch immer. Es bietet sich gerade an, weil wir jetzt nur eine halbe Stunde fahren gehen, das Ganze mal mit Stimme aufzunehmen. Normalerweise mache ich das nicht, aber ich muss erstmal gucken, ob das Ding angeht. Geht ja schon mal gut los. Nee. So, ist offen. Ein Joke vielleicht. Ja Leute, ich werde mich auf jeden Fall ziemlich schlecht anstellen, glaube ich. Hier zum zweiten. Ja, jetzt zweiter Gang die ganze Zeit. Oh Gott. Ja, das ist mein erstes Mal auf einer Trial-Maschine. Ich bin wahrscheinlich auch viel zu groß dafür. So strange. Ja. Ja, und ich habe keinen Sitz, das nervt mich auch ziemlich. Ich bin nämlich etwas stehfaul. Ja. Not too fast, please, because it's my first time on a trial. Ja, Leute, Gott. Schon mal nix. Oh Gott, wie soll ich denn das machen jetzt? Leute, ich stelle mich wie ein Depp an. Wobei, geht eigentlich. Oh Gott, fühlt sich das komisch an, wie ein Flummiball. War anstrengend. Oh, tut jetzt schon der Kupplungsfinger weh. Ja, ich hoffe, man hört mich überhaupt. Das erste Mal, dass ich dieses Setup ausprobiere. Diese Federung, fährt man über die Hindernisse, man spürt sie gar nicht. Jetzt schon der rechte Arm weh. Ja, wir sind die letzten 2 Tage schon Enduro gefahren und abends noch Supermoto die ganze Zeit durch Moskau City. Deswegen bin ich schon leicht vorgeschwächt. Und jetzt heute Morgen wollen wir nur eine kleine Runde Trial noch ausprobieren. Der Plan ist, dass er mir sozusagen irgendwelche Hindernisse vorgibt und es vormacht und ich muss es nachmachen. So challenge-mäßig. Und Balancieren hat jetzt keinen Bock. Ach, Leute, das ist kompletter Abriss hier. Einmal der Finger von der Kupplung weg, dann fliegt das Teil sonst wohin, das kann ich euch versprechen. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall gleich warm. Mein Arm, der zieht schon gut, der rechte. Also große Hindernisse werde ich heute nicht fahren. Wobei. Boah, fuck. Boah, muss da hier so ein Scheißdreck liegen. Hat das Ding eh statt? Ich glaube nicht. Läuft die Kamera noch? Ja. Okay, ich hoffe, die kann man im zweiten Gang ankicken. Das macht ziemlich vieles einfacher. Jawohl. Diese Kupplung, ey, die tut mir jetzt schon am Finger weh. Ich bin nämlich gewohnt, immer nur einen Finger an der Kupplung zu haben. Runde. Ja, ihr habt gesehen, einmal kurz die Vorderbremse losgelassen und man macht einen Abflug, wenn man nur am Gas hängt. Oh, ja. Leute, es ist einfacher, wie es aussieht. Glaubt mir, vor allem wenn man die ganze Zeit steht, dann kommt man mit dem Arsch einmal zu weit nach hinten. Oh, ich kann die Kupplung nicht mehr ziehen, Mann. Das Ding, das ist viel zu nah am Lenker. Weil ich so lange Finger habe, kann ich nur so einen kleinen Weg hier ziehen, an meine Hand dran. Das ist ultra nervig. Ich trenne kaum, wenn ich die mit einem Finger ziehe. So, wo ist er jetzt hingefahren? Ach nö. Viel zu langsam. Oh, komm, eine Pause, Mann, meine Finger tun weh. Ich will jetzt nicht rumheulen hier. Ja, bei meiner Enduro, die ich ausgeliehen hatte, war so ein schöner breiter Kupplungsgriff, Kupplungshebel dran. Es war richtig angenehm zu fahren. Jetzt habe ich hier so ein Ding. So dünn, fühlt sich an wie ein Drahtseil, wo in den Finger schneidet. Oh Mann, Leute, ich will mich hinsetzen. Oh. Zeig mal, komm, gib. Ui. Aufsatzkamera drauf. Nee, nochmal. Ich muss auf jeden Fall die Federn vorladen und dann mit dem Druck von Rausfedern muss ich so einen leichten Bunnyhop machen. Mit der Enduro habe ich es gestern geschafft, vorgestern. Aber oh, diese Kupplung, Alter. Und diese Handschuhe sind viel zu klein. Ich habe also eine Nummer zu klein mitgenommen. Ja, jetzt läuft die Kamera. Ach Leute, Mann, so anstrengend. Aber nur an den Fingern. Ich kann die Kupplung nicht mehr ziehen, Mann. Die müsste hier vorne stehen und kurz sein. Und das Bike ist halt nicht auf mich angepasst. Das ist hart unangenehm. Kann man die nicht noch rausstellen? Ah. It's very hard to pull the clutch because I was used to the Enduro clutch. It was, you see, I don't even can pull it right with one finger. Because full. Yeah. But then I lose the handlebars. You didn't. You. That's right. I want to try this again. Okay. Die trennt nicht richtig. Ja Leute, ich will da nicht einfach irgendwie drüber wichsen, ich will es schon mit der richtigen Technik machen, dass ich mit dem Vorderrad zuerst rangehe, deswegen probiere ich das gerade so oft. Ah Mann, diese Kupplung. the clutch don't even, you see, it doesn't even... It's gas, not a TRS. Yes. Try on my TRS. Can I? Better, yeah. Can you take? Oh ja, yeah, feels better. Vielleicht soll ich mir auch eine Trial holen, das macht eigentlich ziemlich Spaß. Okay. Oh, Leute, meine Brille beschlägt, ich sehe langsam nichts mehr. Oh Leute, ist so anstrengend, Mann. Ich will das jetzt noch schaffen. Ich probiere es einfach mal ein bisschen schneller. Jetzt sind wir beim besagten Drüberwichsen. Aber ich will das Hinterrad nicht einfach in das Loch laufen lassen. Oh Gott. How you need to do it? I need a short break. Okay, so the main rule, you need to make a wheelie and I know the technique. Push here the front wheel just here and then. I know the technique, but I try to do it, but with this I can't pull the clutch right. I tried again, but just so, give me a breathe. This one is a gas. It is a simple model, and it is 2 or 3 years old. And this one is a TRS. It is a top model. It's a gold version, and it is a new one. So it's only 4 hours. I try again, okay? So just this one, the best bike in the world. Just my glasses is already like this. I want to try without. Jetzt aber mit der Schwung. One more try. Noch mehr Schwung, Leute. Again. Yeah, because you're too much clutch? Yeah. When you're on the top, you just not put much gas and it will not... Ja, ich glaube, ich war einfach nur zu langsam. Aber ja, ich habe Kupplung gezogen. Jetzt. Leute, der Scheiß ist, ich weiß, wie es geht, aber ich kann es einfach nicht umsetzen. Aus der Fahrt ein bisschen. Und ich trau mich einfach nicht. Ja. Ja. Because of this one. If it will be like this. Yeah, no, I need to make a little jump. But here it's not easy. Yes. Let's go to warm up. Okay. I can try to show you, maybe you will understand the... Ja, ich weiß, wie es geht, Mann, aber ich krieg's einfach nicht hin. Ich bin mit Tri-Boy lange genug gefahren, um zu wissen, wie es geht, aber die Umsetzung ist nochmal die andere Sache. Er ist ja auch noch reingefahren, hat keinen Bunny Hop gemacht. er fährt ja auch noch gegen das Hindernis rein und die Trial richtet es dann. Das muss ich ausschaffen, Mann. Boah. Die Brille regt mich auf, man, die ist jetzt schon beschlagen, weil es so warm ist. Jetzt geht wieder, jetzt ist er frei. Ich will es jetzt nochmal probieren mit dem. One more try, wait. Ja, noch schneller rein. Oh, was ist das jetzt? Ja, keine Ahnung, ob das interessant ist für euch Leute, aber ich bin sehr am Abkacken gerade. Ja, mit dieser Trial muss man irgendwie gar nichts können, habe ich das Gefühl. Ich werde über die Hindernisse. Ich fühle mich nicht mal, als hätte ich irgendwas Besonderes gemacht. Nur eben das da hinten, da braucht man dann etwas Technik. Oh, wo bin ich jetzt lang gefahren? Oh, jetzt geht das Ding wieder aus. Leute, ich bin ein Mensch. Wenn ich am Sack bin, hätte ich gerne Pause, sonst werde ich etwas mad. Und dann kann es weitergehen, aber ohne Pause. Es regt mich beim Endurofahren auch so auf, dass ich bei Rennen oder so dann keine Pause mache, weil ich dann doch so ehrgeizig bin. Wo ist der? Da hinten. Ich hoffe, man hört mich. Mein Finger ist jetzt bald am Absterben wegen der Kupplung. Wie fühlt sich an wie so ein DRZ-Kabelzug? Oder ist wahrscheinlich auch, ja, ist ein Kabelzug. Oder nee, was auch immer. Ja, es ist nicht wirklich ein Inhalt, über den ich rede. Ich bin eigentlich mehr am Abkotzen gerade. Ich muss mal atmen. Oh. Which direction? Wenn einmal dieses scheiß Ding abstirbt. Ja, ist halt auch ein bisschen unfair. Ich muss die ganze Zeit einen Helm tragen, damit er nichts tensieren muss, und er hat einen Trial-Helm an und kriegt hier komplett Luft. Leute, das ist so unbequem, Mann, für den Sitz. Jo. Ja, die Kupplung, Leute. Ah, ich bin im falschen Gang gewesen. Es macht keinen Spaß mehr. Die Kupplung ist alles, was mich nervt. Das ist aber beim Endurofahren so. Es muss nur ein, zwei kleine Sachen geben, die dich stören. Dann kannst du nicht fahren. Sei es, keine Ahnung, einfach eine Kupplung, die nicht richtig eingestellt ist. Das ist bei mir das Schlimmste immer, jedes Mal. Bei meiner alten Enduro habe ich auch den Kupplungsgriff mit Panzertape ein bisschen abgeklebt, weil der mir auch immer so in die Finger reingeschnitten hat. Was ist das denn? Ja, nehmen wir besser mal hier noch mit. Kante mit. So. So Leute, willkommen zum Ende meines Trial-Vlogs. Ich habe jetzt gerade die Kamera ausgelassen auf der Rückfahrt. Habe sie noch ein bisschen eingesaut, bin durch aus Versehen ein paar Pfützen gefahren. Jetzt ja. Ey Leute, ich stehe die ganze Zeit auf dieser Bremse. Da vorne ist der Schalthebel 10 Meter vorne und hier ist der Bremshebel direkt vorne mit Schuhgröße 60. Stehe ich da immer die ganze Zeit drauf. Das ist ein Trauerspiel. Ich weiß schon, wie der Vlog heißen wird, aber ich bin im 4. Gang. Ich weiß schon, wie der Vlog heißen wird. Oder was? Ich weiß nicht, wie er heißen wird. Es ist jedenfalls eine totale Katastrophe, was ich hier mache. Mann. Ja, Technik und Point, Alter. Balance. Balancely official. Ui. Ballerina. Mein Helm ist nicht zu, der sitzt so locker. Aber jetzt kann ich ihn auch nicht mehr zumachen. Oder? Ah, nee, ist nicht zu. Das ist. Oh, was ist das denn? Oh, wieder auf der Bremse gestanden. Oh Mann, ey. Dadurch, dass die Kupplung nicht richtig trennt, rollt das Ding immer ohne Bremse direkt so ein bisschen nach vorne. Das macht es nicht einfacher. Welcome back to Playground. Ach, schön wär's gewesen. Oh, es fängt wieder an, anstrengend zu werden. Ui, jetzt aber. Ach, diesmal nicht auf der Bremse gestanden. Wahrscheinlich wäre das auch vorhin das Problem. Ja, diese Kupplung bringt mich noch um hier. Wegen. Oh, ich kann nicht mehr ziehen. Oh. Ja. Do you film? Do you film? Can I get it off? I can't ride with closed. It's too hot. Oh. Yeah, it's nice. It's just this makes problems for me. And sometimes I stand on the brake and don't recognize it because of my boots. But it's okay. Be careful, you can try on my one. Yes? Thanks. Yes? Okay Leute, jetzt hier auf dem besseren. Jetzt gibt es keine Excuses mehr. Läuft die noch? Ja. Da machen wir vielleicht nicht gleich die größten Sachen. So, zweiter Gang. Oh, der Lenkeinschlag, ey, da stellt sich das Vorderrad quer, bevor du, wenn du zu viel einlenkst. Ah, einen Helm will ich noch zumachen. Den Helm mache ich jetzt noch zu. Dass er nicht so rumschlabbert. Und jetzt gibt es wirklich keine Excuses mehr, außer körperliches Versagen und körperliches und körperliches Nichtkönnen. Ich will jetzt mal irgendwie balancieren oder so, aber ich glaube jetzt, ja, vielleicht erstmal da drüber. Auf der Bremse gestanden. Ja, fährt sich ganz anders, die Kupplung kommt spät, es ist ganz anders, viel angenehmer. Be careful, you can try on my one. Nichts passiert, nur auf Fuß rasten, oh, und auf die Schulter. Ja, man kennt's. Die Schulter. Ich habe langsam keinen Bock mehr, jetzt tut mir alles. Ich glaube, ich beende diesen Vlog hier. Ich fahre jetzt noch eine kleine Runde, aber wirklich Bock habe ich nicht mehr. Also ich habe am Anfang gesagt, es war mein erstes Mal. Das stimmt nicht ganz. Ich bin zweimal auf einer Trial gestanden, allerdings nicht länger wie 5 Minuten, weil es mir so unangenehm war, ohne Sitz. Das war jetzt die erste, also war eigentlich schon die erste richtige Ausfahrt mit so einem Teil. Jeder, der jetzt denkt, das ist doch so einfach und wie schlecht ich doch fahre, der kann es einfach mal selbst ausprobieren. Wird wahrscheinlich nicht mehr bei den ersten Stamm kommen. Jetzt zeige ich euch hier erstmal noch den Lazy Man. Oh ne, das wird nichts, oder? Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Hilfe! Limbo! Oh, längster Mensch der Welt. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Jetzt glaube ich noch da vorne ein Balanceakt. Konzentration. Oh, fast auf die Fresse geflogen. Ach, Leute, es reicht jetzt. Meine Brille ist komplett beschlagen. Oh, fuck. Sorry. My glasses. Sorry. I can't see. Nichts passiert. Oh. Okay Leute, danke fürs Zusehen. Dieser Vlog ist hiermit beendet. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr Trials sehen wollt oder ob ich mal einen anderen Vlog auf einem anderen Bike machen soll. Vielleicht auf einer Enduro, wobei ich bei anderen Bikes mich eigentlich eher aufs Fahren konzentriere. Das war jetzt mehr so ein Fun-Ride, wo es nicht um irgendwelche Videos geht. Deswegen habe ich das Ganze mal gemacht, aber lasst mir in den Kommentaren wissen, wie es euch gefallen hat. Peace over and out.